Hallo zu einem neuen Video. Heute besprechen wir Verbraucherpreisindexdaten und wie ihr diese nach Power BI importieren könnt. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Ich befinde mich nun im Power BI Desktop. Jetzt ist es so, wenn ich Verbraucherpreisindexdaten beziehen möchte, so muss ich diese über die einzelnen Webseiten über Statistiken einzeln importieren bzw. herunterladen. Das alles kann man sich ersparen, wenn man folgende Komponente verwendet. Ich habe hierzu unter Daten abrufen im Bereich Sonstige eine eigenständige Consumer Price Index by Country Komponente erstellt. Wenn ich nun auf Verbinden drücke, so bekomme ich noch einen Hinweis, dass es sich um einen Drittanbieterdienst handelt und im nächsten Schritt erhalte ich bereits eine Voransicht der Daten. In diesem Fall kann ich diese auch noch weiter transformieren, wenn ich beispielsweise Inflation noch berechnen möchte, oder ich kann auch, wie in diesem Fall, die Daten zunächst einmal nach Power BI Desktop importieren. Nun habe ich das Datenset vorhanden und kann beginnen, diese einzuschränken. Jetzt beginne ich mit der Location und möchte nur jene Verbraucherpreisindexdaten aus Deutschland. Dazu will ich diese Selektion und kann nun beginnen, eine Säulendiagramm, eine Grafik, eine Zeitreihe darzustellen. Dazu wähle ich den Verbraucherpreisindex aus und die dazugehörige Zeitleiste. Diese muss noch sortiert werden, und zwar nach der Zeit und aufsteigend. Im nächsten Schritt kann ich dann noch die Datenbeschriftung angeben und muss noch im letzten Schritt eine Filterung vornehmen, um zu unterscheiden, ob es sich Verbraucherpreisindexdaten im Bereich Lebensmittel, Energie oder Gesamt handelt. Wenn ich auf Gesamt drücke, sehe ich nun den Verbraucherpreisindex im November 2020 bei minus 0,3. Hingegen bei den Lebensmitteln ist dieser 1,2. Wie ihr seht, könnt ihr mit dieser Komponente sehr einfach und angenehm Verbraucherpreisindexdaten nach Power BI importieren. Ich habe dazu noch zwei weitere Berichte erstellt, welche euch die wichtigsten und essentiellsten Auswertungen zu den Verbraucherpreisdaten darstellt. Diese möchte ich noch ganz kurz zeigen. Dazu habe ich einmal die Verbraucherpreisindexdaten nach den einzelnen Ländern dargestellt, wie hier zu sehen, und auch in der Zeitleiste und kann somit relativ gut unterschiedliche Länder miteinander vergleichen. Des Weiteren gibt es auch eine Auswertung der Länder, welche den größten VPI besitzen und auch den niedrigsten, sowie auch die Gegenüberstellung der Energie- und auch Lebensmittelverbraucherpreisindexdaten. Neben diesem Bericht gibt es noch einen Verbraucherpreisindex nach Region, welche eine Zusammenfassung der Emerging Markets oder auch der Developed Länder euch gibt. Ich kann diese dann ganz bequem auch hier einzeln filtern. Wenn ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.